Im heutigen Part schauen wir uns mal die nahkampfstärksten Duelies an und Baram ist dabei. Guten Tag. Hi. Ja, er spielt auch mit den Sprenglern und dann bin ich mal gespannt, wie es laufen wird. Ich mag das Set überhaupt nicht, was man hier beim normalen Sprengler bekommt, muss ich sagen. Was sagst du dazu, zu dem Set? Ich find's ganz okay. Echt? Sprungboje finde ja, ich jetzt auf der Map hier ein bisschen... Nein, ich mag die Waffen. Das Set ist nicht so toll. Ja, da habe ich lieber später die Claro. Mit der drei Varianten von den Sprenglern. Mhm. Da gibt es dann später einen Tinnenschock und... wie auch immer die Dinger heißen. Torpedo? Welche? Ja, ich glaube Torpedo. Ja. Damit werde ich dann wahrscheinlich viel besser zurechtkommen und euer Team muss ich mal ein bisschen ranhalten. Gerade nochmal weggekommen. Das war immerhin meine Lieblingsmap. Gut, dass die heute wieder dran ist. Hier habe ich eigentlich immer ganz gute Runden drauf. Eigentlich. Guten Tag. Ja. Da hat mich der Wemobiast geholt, alles klar. Und du bist aus dem Talk disconnected. Jetzt, ich weiß nicht warum. Ja, das weiß ich auch nie warum. Wenn du kurz die Verbindung verlierst, wirft dich Discord aus einem verschlüsselten Raum raus. Ich frage mich immer noch warum, aber es ist so. Ich meine, du kannst mir die Ränge dafür geben. Ja, ich habe den Rang Aufnahmepartner extra dafür mal erstellt. Habe ich dir jetzt noch nicht gegeben. Muss ich nach der Runde mal machen. Wird das hoffentlich ganz gut funktionieren. So, jetzt liegt unser Team gerade hinten. Das ist sehr gut. Hallo Airbrush. Ups. Toll. Auf dem Band hängen geblieben. Ich wollte eigentlich runter. Na, das war nix. Duelies spiele ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Duel Platscher auch gar nicht mehr so. War ja damals mit meiner Mainwaffe, aber jetzt schon sehr lange nicht mehr. Tja. So ändern sich die Spielstile. Und er ist wieder disconnected. Das ist aber sehr schön. Muss ich mal ganz kurz ändern? Das ist schon ein bisschen nervig. Ja, es ist leicht nervig, deswegen gebe ich dir gleich die Rolle dafür. Ah, ich dachte, die erste Granate geht schon schnell genug hoch. Nee, Haftbomben brauchen viel zu lange dafür. Ja. So. Noch ist ausgeglichen. Zumindest von der Fläche her. Das wird sich noch ändern. Ja, da hoch kommt es jetzt erstmal nicht. Zumindest so einfach. So, genau, es wird sich schön ändern für uns. Oh. Jetzt habt ihr Gefahr. Kacke. Ja, was soll man machen? Disperser? Was war da noch? Galon? Ja, gut. Und er ist wieder disconnected. Yay! Hey, ich hab den Part-Titel gefunden. Was soll's, ich muss ihm mal kurz die Rolle geben. Aufnahmepartner. Steht direkt unter Owner, macht nur nix. So, jetzt kannst du nicht mehr disconnecten. Halleluja. Hey, warst sogar Beste aus deinem Team. Ich weiß, ich bin immer der Beste. Ja, in der Gesamtrunde jetzt nicht, aber in deinem Team schon. Ah, jetzt die Tümmlerkuppel, okay. Ja, das Set vom Sprengler Freshco gefällt mir jetzt auch nicht wirklich viel besser. Nope, wieder Gegnerteams. Was ist? Ja, ich bin wieder im Gegnerteam. Ja, es ist einfach Zufall. Die Wahrscheinlichkeit, dass du im Gegnerteam bist, ist aber auch minimal höher. Ja, diesmal haben wir eine Wolke dabei, aber gleichzeitig auch ein Sepitox-Nebel. Sepitox-Nebel ist scheiße, aber immerhin... Okay. Immerhin, der Schauer ist halbwegs nützlich im Standardkampf. Ist ja auch auf meiner Main-Waffe drauf, der Schauer. Dem 3R-Schwapper Freshco. Ich weiß immer noch nicht, heißt das Freshco oder Fresco? Was sagst du? Fresco. Aber Fresco. Ich glaube, für mich hört sich Fresco in Italienisch an. Sprengler Fresco. Spaghetti Italiano. Ja, stimmt. Das stimmt absolut. So, und euer Team kommt mal wieder nicht so wirklich... Ja, eine Airbrush. Mir dann Disperser. Ja, aber Airbrush ist nicht schlecht im Standardkampf. Damit habe ich uns Splatfest absolut dominiert.
Ist halt ein Pferdmonster. Chaos gewonnen hat. Hm? Chaos hat am Ende gewonnen, ja, leider. Trotz meiner überaus großartigen. Ich bin angepisst, weil ich nicht keine drei Muscheln dazu bekommen habe. Ich sehe, du benutzt deine Muscheln gar nicht. Doch, ich habe sie immer mal wieder benutzt. Nur ich habe jetzt auf allen Kleidungsstücken schon drei Nebenslots drauf. Von daher brauche ich sie gerade nicht. Mhm. Aber ich habe ja bei jedem Splatfest in meinem Fanclub-Leiterrang erreicht, bis auf dem einen, wo ich mal im Urlaub war, aber ansonsten durchgängig. Also ich hatte schon fast die Maximalanzahl an Muscheln durch Splatfest. Also ich konnte, dadurch, dass ich sehr tolles Internet hatte, seit einem Jahr kein Splatoon spielen können. Das ist super. Splatoon ist halt ein Online-Spiel. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das verändern wird, wenn die Server bei Splatoon 1 schließen. Weil dann ist Splatoon 1 halt wirklich wertlos, einfach nur als Spiel. Weil ich habe meine Wii U verkauft, aber Splatoon noch behalten, einfach als Erinnerung. Aber ich glaube, ich werde es dann verkaufen. Ich habe tatsächlich Splatoon beide Teile digital. Einmal, weil es bei der Konsole beilag. Hui! Das war's close. Ah! Und bei Splatoon 1 habe ich es mir einfach digital gekauft, weil ich gehört habe, dass das einfach besser laufen soll. Ist wahrscheinlich gelogen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ladezeiten sind, glaube ich, im Singleplayer sogar ein bisschen besser. Aber gut, das ist einfach bei digitalen Spielen generell. Aber ist mir auch relativ egal im Nachhinein, weil... Jo, solange der Wii U eShop noch online ist, werde ich da keine Probleme mit haben. Nein, ich bin nicht gut mit dem Sprengler. Aber egal. Wie letzte Runde 1300 Punkte. Killtechnisch ist auch in Ordnung gewesen. So, ich bin mal gespannt, ob du wieder Teambester bei dir bist. Wahrscheinlich schon. Ja. Sag ich doch. Gut. In der Gesamtrunde auch Zweiter. Ja. So fühlt sich das an. So fühle ich mich auch immer, wenn ich verliere und Teambester bin oder manchmal sogar Rundenbester. Das tut immer weh. Dann, es gibt ja 4 Ausrüstungen, glaube ich, die man gratis bekommt mit meinen Nintendo Coins. Oh, da muss ich mal gucken. Eigentlich kommt das immer im News-Channel, da gucke ich einmal die Woche meistens drüber. Da verpasse ich eigentlich nichts. Da. Schon wieder! Was soll das? Jetzt hast du auch mal die Waffe gewechselt von den Sprenklern. So, ja, ich jetzt mit Sprengler Claro. Hier gefällt mir die Sekundärwaffe von den 3 Sets am besten. Mit Tintenschock muss ich mal gucken. Wie das so sein wird. Sehr professionell. Ja, hat sofort funktioniert. Ah, ich wie ich es mir zwei gedacht habe. Hey, da unten ist er. Ja, nur hier oben kommt nicht an mich ran. Ich aber an dich. Weg damit. Und hallo. Ja, ich bin relativ lame, was Tin-Shocks angeht, aber es funktioniert. Mein Team ist sehr professionell. Papa. So. Ich meine, wenn man Tin-Shock in irgendeiner Risikosituation benutzt, ist eh die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man stirbt. Erstens, man hat ja oben kein Schild mehr und zweitens, gut, es kann immer durch Leck irgendwas passieren. Von daher bin ich da immer relativ... Ja, schnell, was die Nutzung angeht. Sobald ich das Ding hab, kriegt's irgendeinen Nutzen. Gut, das ist ein sehr färbender Spieler mit der Airbrush. Das ist, glaube ich, die 3. Runde hintereinander bei dir im Team, ne? Mhm. Tja. Kann man nichts machen. Das ist der Platzrunner. Das ist dumm. Ja gut, die Runde ist jetzt gameplay-technisch relativ lame, weil wir euch einfach nur dominieren gerade, aber... Gut. Was willst du sonst halt machen? Ich kann hier unten mal ein bisschen bei euch färben, aber sonst... Aufregendes Gameplay wird das nicht. Wird da unten bei uns mal gefärbt? Nein. Na, einfach ein paar Tornados. Torpedos. Ja, Torpedo ist ein sehr interessanter Name immer noch. Er hat Pedo gesagt. Ja. Gut. Witz für 12-Jährige hätten wir dann heute im Part auch abgehackt.
Ja. Da. Unser Trick hat zum zweiten Mal in dieser Runde funktioniert. Was sollst du da sagen sonst noch? Nix, also ich hasse mein Leben. Das glaube ich dir sogar. Gerade. Na, brechen da gerade zwei sogar durch. Carsten habe ich schon mal. So, da hinten wird darum gekümmert. Sagt Airbrush. Und er, bro. Ha, hat sogar funktioniert mit dem Torpedo auf dem Boden mal. Und schon wieder 1300 Punkte. Ich bin nun sehr konstant, was mal eine Leistung mit Sprengladern angeht. Muss man ja sagen. Worauf fällt mir, dass ich wieder der Erstplatzierte bin? Wollen wir mal schauen. Also Sprengler Klaro haben wir bisher vom Set her am besten gefallen. Und Überraschung, du bist wieder Erster. Ah Gott. Das ist relativ traurig, aber kannst nichts machen. Gut, damit danke ich mich mal fürs Zuschauen. Das hier ist übrigens der letzte Part Splatoon 2 ohne Endkarte, möchte ich mal anmerken. Jo, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.